Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die schwarze Filmdose Stars. Und heute besprechen wir eine junge Dame, die eigentlich gar nicht mehr jung ist und die ihr gewählt habt, obwohl wir lieber Sigourney Weaver besprochen hätten. Und zwar geht es um... Junge Marien, ich muss zum Schweineficker-Wettbewerb. Genau, Meryl Streep. Also am Anfang muss ich euch schon mal bitten, meine Stimme zu überhören, was wahrscheinlich ziemlich schwierig sein dürfte, wenn ihr euch das hier als Podcast anhört oder sonstiges Minecraft dabei spielt, weil die ist sehr belegt, wie ein Brötchen, nur nicht mit Käse, sondern mit Schleim. Aber egal, wir sitzen hier trotzdem in dieser feuchten Garage. Wir hatten den 1. Mai, da haben wir ein bisschen gefeiert, da war es sehr viel wärmer als heute und hier steht noch alle möglichen Sachen rum. Ich würde jetzt erstmal anfangen hier mit so einem Einbecker Kellerbier Naturtrüb, das klingt irgendwie lecker. Zunächst einmal müssen wir anfangen mit, ich habe mir eine neue Rubrik ausgedacht, ich bin ja nicht komplett behindert. Also schon, aber nicht jetzt so. Aber genau deswegen habe ich mir eine neue Rubrik ausgedacht. Und zwar habe ich mir überlegt, manche Worte, wie sagt man, manche Worte oder manche Wörter? Kann man beides sagen, aber das kann man nicht sagen, dass es gut schmeckt. Es schmeckt scheiße. Gut, pass auf. Wie ein bisschen gegorene Katze. Worte, da hab ich mich immer gefragt, warum sagt man das eigentlich? Und Worte, die in Verruf geraten sind und ich... bin dafür, dass wir diese Worte wieder einführen. Und zwar als das, was es eigentlich gedacht war. Es ist abgelaufen. Wer bringt denn sowas mit? Wer davon mal abgesehen. Was denn für Worte? Wollten wir nicht über Meryl Streep und ihr ganzes schon, Leben reden und so? Aber vorher müssen wir mal über Kanaken reden. Ja, gerne. Pass auf. Jeder von uns denkt, oh Gott, Kanaken, oh, das darfst du ja nicht sagen. Oh Gott, die armen Kanaken und so weiter. Nee. Pass auf. Jetzt kommt's. Also, dass die Kanaken, das ist ein Inselvölkchen, die sich sehr gut mit Seefahrt auskennen. Schon vor zig, hundert Jahren, als so im deutschen Bereich die Kanaken rüberkamen, genau, so zur Hanse und so, ne, die Hamburger. Da haben sie auch, guck mal, da kommen die Kanaken, sehr gut. Weil das war da was Besonderes. Das war die Zeit so um 1400 so? Nein, das war, oh Gott, wann war das? Das ja, so, gut, die Hanse gab es ein bisschen länger, aber davon war abgesehen. Ja, deswegen, nee, das muss so 1800 schlammig tot gewesen sein. Da gab es noch... Nein, aber da sagte der Deutsche, guck mal, die Kanaken kommen, das Volk kommen, ohne die würden wir gar nicht lossegeln. Die wurden sogar so wichtig für die Seefahrt, auch die Deutsche und weltweit, dass man die gesagt hat, ey, das ist schon ein Dienstgrad. Ne? Also ein Kanake zu haben ist super. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann, also das hat sich dann von Hamburg so über das ganze Land verteilt, da war Kanake etwas, das war eine Auszeichnung. Mhm. Hat man Kanake gesagt, da war man hier der, ne? Mhm. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Türken und Italiener rüber und so weiter. Und da die ja alle dunkel waren und dunkelhäutig, hat man gesagt, oh, die Kanaken kommen, die helfen uns, das Land wieder aufzubauen, juhu! Aber als es dann so 70er, 80er wurde, hat man gesagt, ja, jetzt könnten die sich aber auch langsam wieder verpissen, aber anstatt sich zu verpissen, bringen die Leute nach und nehmen uns die Arbeit weg. Und dann hat man nur noch gesagt, ah, guck mal, da kommen die Kanaken schon wieder und nehmen uns die Arbeit weg. Und erst in den letzten Jahrzehnten wurde das zu etwas Bösen, obwohl es eine Auszeichnung war, das zu sein. Deswegen nenne ich auch keinen Türken Kanake, weil das stimmt ja gar nicht so. Kanake arbeitet ja gar nicht. Darf ich dir mal ganz ernsthaft eine Frage stellen? Ja! Was hat das mit Meryl Streep zu tun? Die ist auch ein Kanake. Die nimmt auch anderen Oscar-Preisträgerinnen nämlich die Arbeit weg, weil sie ganz viele Oscars gewonnen hat. Es ist also völlig okay, wenn ihr einen Türken auf dem Bau seht, der fleißig arbeitet, dürft ihr den ruhig Kanaken nennen. Und sollte er euch in die Fresse hauen, wenn ihr aufwacht, dann erzählt ihm diese Geschichte. Dann würde er sich freuen. Ist vielleicht ein bisschen spät, aber macht das einfach. So, Mary Louise Meryl Streep. Warum haben die eigentlich alle so einen Künstlernamen, so einen komischen? Wurde geboren am 22. Juni 1949 in Summit, New Jersey. Mit einem schönen Blick auf Manhattan wahrscheinlich dann. Oder auf jeden Fall kann man ein bisschen New York. Ist sie damit nicht so alt wie Vater? Und ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Das hätte ich ja jetzt echt nicht gedacht. Sie feierte ganz viele Erfolge und pipapo. Und sie hat auch ein Privatleben. So. Ja, tatsächlich. Und das darfst du eben mal vortragen. Oh, nee. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das Privatleben von berühmten Leuten ist immer sehr, sehr spannend. Außer natürlich das von Meryl Streep. Aber da bist du jetzt durch. Tut mir leid. Ja, die war nämlich sehr bieder. Und wo wir gerade zu Wortänderungen im Laufe der Jahre kommen. Früher im Mittelalter oder auch noch im industriellen Zeitalter, da galt das Wort bieder als sehr, sehr positiv besetzt. Und zwar bedeutete sowas wie rechtschaffend, zuverlässig,
und ja, eben so positive Sachen, auch wie erfolgreich und so. Sieh mal einer an. Und heute ist Bieder einfach nur, naja, ihr wisst ja. Ne? Stammt aus Württemberg ab. Ihre Urgroßeltern sind Deutsche. Gottfried Streb und Christiana Rosina, geborene Zeltmann. Zeltmann. Komm, über den Zeltmann, das ist ja richtig schön. Einer ihrer Urgroßväter, väterlicherseits, Balthasar Wilhelm Huber, stammt aus Giswil in der Schweiz. Das wusste ich nicht. Sie hatte zwei jüngere Brüder, Harry William III. Und Dana David Streep. Ja, das sind eben so die Sachen, ne? Wenn es richtig gut werden soll, dann muss eben ein Deutschstämmiger kommen und das in die Hand nehmen, ne? Ich sag nur Albert Einstein, hier der Mann mit der Atombombe, Oppenheimer und natürlich nicht zuletzt Bruce Willis. Also da kann mir einer erzählen, was man will, aber Oppenheimer ist bestimmt nicht freiwillig in die USA gegangen. Wer weiß das schon so genau. Aber davon mal abgesehen, Schluss mit der Geschichtsstunde, es geht um Meryl Streep. Wie ist denn ihre Geschichte? Also sie ging natürlich aufs College. Natürlich. Dann auf Art School of Drama und so weiter. Sie schloss das auf der richtig noch gelernt, wofür Universität sie so Yale ab. Oh, das weiß ich nicht. In was denn bitte? In? Da kann man doch eigentlich nur Anwalt werden, oder nicht? Nee. Master of Fine Arts. Oh, die feine Dame. Von 76 an war Streep in einer Beziehung mit ihrem Schauspielerkollegen John Caselli. Aha. Und hat sich von ihm getrennt, weil dieser Nachname einfach unaussprechlich war. Der starb dann 2 Jahre später an Lungenkrebs. Oh, das ist aber nicht so schön. Tja, aber sie pflegte ihn bis zu seinem Tod. Eine nette Frau. Ja, 2 Jahre, meine Güte, da hat sie aber auch richtig was für geopfert. Ja, aber pass auf, 78 starb er, 78 heiratete Meryl Streep den Bildhauer Don Gummer. Ja, warum denn nicht? Der Ehe entstanden 4 Kinder. Ist eine komische Frau, also... Ja, ein bisschen merkwürdig, ne? Hat sie nicht so lange Trauerphase gehabt. Im Juni 2009 wurde ihr von der Princeton University der Ehrendoktor Doctor of Fine Arts verliehen. Ey, willst du mich verarschen? Ich lese mir das doch nicht alles durch. Guck mal, was die gemacht hat hier. Also man kann zusammenfassend sagen, die Frau hat eine ganze Menge gelernt und gemacht und getan und hat dafür viele, viele Auszeichnungen bekommen. Die Auszeichnungen, die stehen, glaube ich, noch auf Seite 1. Da kann ich auch noch mal eben kurz sagen. Zu ihren größten kommerziellen Erfolgen zählt jenseits in Afrika, das hatten wir ja schon, jenseits von Afrika natürlich, der Tod steht ja gut, die Brücke am Fluss, der Teufel trägt Prada und so weiter und so fort. Und die Gute hat tatsächlich 3 Oscars bekommen. 3? 3. Und ich meine, das ist so Rekord. Ich glaube, ein Schauspieler hat keine 3 Oscars bekommen. Vielleicht gibt es da noch einen. Das hätten wir auch recherchieren können, mal vorher. Aber Es ist auch sehr viel. Als Schauspieler klingt das viel. Es gibt aber doch so Musikproduzenten, die haben schon 7 oder so eine Kacke. Gut, die machen dann so eine CD und für jedes Lied, ne, sind aber meistens so 12 bis 14 drauf, kriegen die einen Oscar und dann haben sie schon für eine CD 14 Oscar. Frag mal Hans Zimmer oder Alf Clausen oder wie die alle heißen. Richtig. Ja. So, dann kommen wir mal zur interessanten Kategorie. Was war denn die erste Ding? Und wir müssen ganz ehrlich, also ganz, ganz ehrlich, wir sind ja die ehrlichen YouTuber. Ich nicht. Ich auch nicht. egal, die anderen lügen wenigstens nicht vor der Kamera. Doch. Egal. Was ich damit sagen wollte, ist ganz ehrlich, wir hatten nicht so viel Lust dazu. Deswegen haben wir uns auch sehr viel Zeit gelassen. Andererseits muss man auch sagen, dass grüner, komischer Geist von der grünen Greenscreen immer ganz, ganz negativ sich auswirkt. Hat ja einer vergessen. Aber das kennt ihr ja schon. Wir sind ja sehr professionell. Gottes Willen. Bah. Naja, auf jeden Fall hatten wir nicht besonders viel Lust, Meryl Streep zu machen, weil die Frauenfilme macht. Ganz viele Frauenfilme. So die Frauenfilme sind aber nicht immer so schlecht. Nee, nicht unbedingt. Aber das ist so eine Frau, die häufig Frauenfilme macht. Und davon habe ich vielleicht, keine Ahnung, einen gesehen. Und von den Nicht-Frauenfilmen habe ich auch vielleicht so 3 gesehen oder so. Insofern kann ich nicht zu vielen Filmen sagen. Deswegen wird diese Folge wahrscheinlich nicht allzu lang werden. Aber ich werde mich bemühen über alle Filme, die ich von ihr gesehen habe und mit ihr gesehen habe. Teilweise auch ein paar Mal. Wirst du gleich sehen. So gut wie es mir möglich ist, reden. Wie kann man überhaupt nur gegen Sigourney Weaver stimmen? Ja, das verstehe ich auch. Sigourney Weaver ist doch eine Kanackin in ihrem Bereich. Ja, genau. Ich werde es wieder ummodeln, ihr werdet sehen. Man wird auf der Straße rumlaufen und sagen, ihr seid meine Lieblingskanacken. Naja, vielleicht werden sie dich auch ummodeln. So ein bisschen das Gesicht nach hinten, so die Nase in den Schrittbereich. Ich komme dann in so ein Camp, wo man einen so rebootet, weißt du? Ja, das ist wirklich schön. Reboot-Bootcamp.
Ja, egal. Reboot so. Camp. So, dann fangen wir mal an. Also, es ist wirklich auch eine sehr lange Liste. Es ist nicht so lang wie die von Jackie Chan, aber sie ist trotzdem sehr lang. Aber schon so lang wie mein Penis. Auf jeden Fall. Und ich werde mal bei dem ersten, ich lese das jetzt alles mal vor. Es wann war denn der 1975 erste? An. 75? Mit Everybody Rides the Carousel. War wahrscheinlich ein Porno. Aber hier steht Stimme. Könnte sogar wirklich ein Porno sein. Hatte so mal, keine Ahnung. Geht es erst 1977 weiter mit Julia und immer wenn du was gesehen hast, dann würde ich sagen, grätsch du mal rein und redest darüber ein bisschen. Julia. 78, die durch die Hölle gehen. The Deer Hunter. Oh, den habe ich sogar gesehen. Da war sie noch ganz, ganz jung. Das ist dieser Film mit dem einen Schauspieler und dem anderen Schauspieler und die immer so russisch Roulette machen, weil die damit im Vietnamkrieg anfangen. Hast du den schon mal gesehen? Mit Robert De Niro die und... Die Szene sagt mir zwar was, aber... Oh. Ja, ja, tatsächlich. Das ist eine ganz, ganz uralte, ganz beliebte Szene. Die wird zum Beispiel auch adaptiert in diesem 187-Film mit Samuel Jackson, falls du den mal gesehen hast. Ja, ja. Da läuft er im Hintergrund, diese Szene. Und dann machen die ja auch am Schluss dann... so, ja, ne? Ja. Genau. Und der andere Schauspieler, mein Gott, jetzt fällt mir echt sein Name nicht ein. Das ist was sehr, sehr traurig ist, weil es ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Christopher Walken höre ich hier gerade von draußen reingerufen. Das ist ja schön. Ja, die Fans belagern uns hier immer in der Garage und so. Deswegen, also manchmal kriegt man auch gutes Feedback. Christopher Walken spielt da natürlich auch eine der Hauptrollen. Und das sind so Jungs, die wachsen so einigermaßen okay im amerikanischen Hinterland auf, gehen dann nach Vietnam. Dann wird einer davon, also die werden dann gefangen und sie werden gezwungen, gegeneinander russisch Roulette zu spielen und einer kriegt davon so einen Knacks, dass er mit einem Trauma wiederkommt und nicht mehr damit aufhören kann und durch die Clubs tingelt und immer die ganze Scheiße macht und der beste Typ da überhaupt wird, obwohl das nur vollkommenes Glück ist, ehrlich gesagt, aber ganz merkwürdig. Ja, das ist so die Story, die mir im Kopfe geblieben ist. Meryl Streep spielt dann, glaube ich, die Freundin von dem einen oder die Schwester, ich glaube, die Freundin von Robert De Niro ist sie wahrscheinlich gewesen. Also wirklich eine Starbesetzung. Und ein sehr, sehr träger Film. Man muss wirklich sagen, die kommen dann relativ früh aus dem Vietnamkrieg wieder. Dieses Setting ist gar nicht so lang. Und dann sind die zu Hause und haben alle so ein Trauma und müssen damit irgendwie klarkommen. Und darum geht es auch so ein bisschen. Kann passieren. Ne? Ja, können wir jetzt den nächsten Film besprechen? Kannst du mal gucken. Die durch die Hölle gehen, The Deer Hunter. Super Ding. So, 1978, Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Wird was mit Juden zu tun haben? Habe ich nicht gesehen. 1979, Manhattan. 1979 auch die Verführung des Joe Tynan. So, 79, da kann auch ich wieder drüber was sagen. Kramer gegen Kramer. Oder Kramer gegen Kramer. Besser ausgesprochen. Auf Deutsch. Ne? Also Kramer versus Kramer ist ein, ja, wie soll man es nennen, ein Trennungsdrama. Und zu einer Zeit, als es noch nicht so üblich war, dass sich Frauen einfach gesagt haben, so, ich verlasse den Scheißer jetzt und lass den mit einem kleinen Kind sitzen. Und dass Männer sich dann alleinerziehend um ein Kind gekümmert haben. Das in irgendeinem asiatischen Land gibt es das erst seit ein paar Jahren, dass Frauen sich trennen dürfen. Ja, das kann sein, ja. Also es war noch nicht so richtig üblich. Und frag mal in Syrien nach! Die sind da ja alle so ein bisschen religiöser und biederer und so. Und dass ein Mann ein Kind alleine aufziehen muss. Also nochmal ganz kurz zum Setting. Dustin Hoffman und Meryl Streep führen eine Ehe. Dustin Hoffman ist voll der Workaholic, ist aber eigentlich nur am Arbeiten und so. In der Werbeagentur kriegt er gerade voll den geilen Vertrag an Land und so. Und Meryl Streep ist sowieso eine, die so ein bisschen Hummel im Arsch hatte, immer schon. Und kann das gar nicht ab, dass sie mit dem kleinen Sohn, der, keine Ahnung, wie alt mag der sein, 5 oder 6, da die ganze Zeit alleine hocken muss. Und irgendwann packt sie ihre Koffer und der Mann kommt nach Hause und sie sagt so, viel Spaß, ich gehe jetzt. So, nach kurzem warum, ist sie dann auch wirklich weg und war nicht mehr gesehen erstmal. Klingt so ein bisschen wie die Teufelin. Ja, aber nicht lustig. Dieser Film ist nicht lustig, okay. Ganz und gar nicht. Das ist ein Drama. Ja, und dann muss Dustin Hoffman sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell feststellen, dass wenn man ein kleines Kind an der Backe hat, das nicht mehr so geil ist mit der Karriere so, ne? Dann kriegt er auch immer mehr Probleme, kommt zu spät zu Meetings und so, weil er sich um den Kleinen kümmern muss, weil der auch mal krank wird. Er kann sich nicht immer darum kümmern, dass der irgendwo untergebracht wird und so weiter und so fort. Ich mochte immer diese Filme, wo die Seelen vertauscht werden. Sowas wie Ich bin du. Und ja, so. ja. Freaky Friday und so, ne? Ne, den nicht. Den habe ich auch nie gesehen. Ja, den aber ich auch nicht. Body Switch, wie kommst du denn da jetzt auf? Egal. Ich mach's kurz. Irgendwann kommt die Mutter zurück, sagt, ich hab's mir überlegt, ich will den Sohn wieder haben. Da hat er sich natürlich so an dieses Leben und an den Kleinen gewöhnt. Aber er droht eben tatsächlich, weil es damals noch nicht so üblich war, das Sorgerecht zu verlieren. Einfach so, von jetzt auf gleich, wo die Frau gesagt hat, ich komm doch wieder.
Ja, schöne Sache. Willkommen in Amerika. Ja, er ist dann natürlich auch noch arbeitslos geworden durch den Scheiß und so und muss sich dann mit so kleinen Jobs durch die Gegend und dann sagt das Gericht auch, ja, können Sie dem Sohn überhaupt ein geiles Leben bieten und das und die heulen alle und das ist alles. Was sagen die so? Können Sie denen ein geiles Leben bieten? Ja, das da haben die 78 schon gesagt. Da haben die ja alle gesagt, ich wünsche mir noch ein geiles Leben. Ja, genau, es war 79, egal. Also auf jeden Fall geiler Film, falls ihr wirklich mal richtig down und gleichzeitig aber auch fröhlich oder es ist keine Komödie, aber es sind auch lustige und sehr reale Szenen drin, die auch heute noch ist das noch aktuell, finde ich. Also Meryl Streep macht ihre Rollen auch immer sehr gut. Und Meryl Streep, also ich sag mal so, sie tut sich in diesem Film sehr dadurch hervor, dass sie wirklich die ganze Zeit heulen kann, einfach so. Also man sieht, wie die Tränen aus ihren Augen rauskommen, obwohl sie vorher noch keine drin hatte. Und das ist wirklich immer so eine Sache bei Schauspielern, das verstehe ich nicht, wie die das machen. Also wie machen die das? Wie heißt nochmal? Oh, das, ja, ich bitte dich, das lernen die an etwas Emotionales zu denken in dem Augenblick, wo sie spielen müssen. Dann sind sie drin. Das nutzen die. Das habe ich sogar gelernt im Schauspielunterricht. Ja, gut, diese Technik kenne ich ja auch, aber ich könnte mich da gar nicht so reinfallen lassen, wirklich. Ja, also, aber das zeichnet ja eben den guten Schauspieler vom Hobby-Schauspieler aus. Was denkt man denn da? Bambi oder so? Pass auf, wirkliche Lebensschauspieler sind unheimlich emotionale Menschen. Die müssen nur daran denken, dass morgens keine Post im Postkasten war. Schon müssen die heulen. Das ist ja wirklich so. Elijah Wood, der heult morgens, wenn was Schlechtes in der Zeitung steht. Das ist einfach so. Ich glaube, sie hat sich einfach, weil sie eine Frau ist, mit dem einen High Heel auf den anderen Fuß und immer so zugedrückt, so, bis die Tränen gab. Ist ja auch scheißegal, wie das funktioniert hat. Vielleicht auch eine Zielgruppe. Heißt nochmal die von Kill Bill? Genau die, ja. Ich finde, ihre beste Rolle war in Nymphomaniac. Ja, oder nicht? Hä? Die Tussi von Kill Bill, wie heißt denn die noch? Ach, der Name tut doch auch nix zur Sache. Die Blonde, die mit dem Schwert alle abschlachtet. Jeder kennt die, Kiddo. Ja, und die macht, ich weiß nicht, ich mochte die nie so wirklich. Die hat sich in den letzten Jahren zwar herausgetan. Und die hat bei Nymphomaniac? Bei Nymphomaniac, die ist doch da, wo sie so 17, 18 ist. Da hat sie doch so 20, 30, 80 Liebhaber, die sie mal zu sich zu Hause einlädt. Da hat sie doch so einen Älteren und der hat Familie. Und dann kommt doch die Frau von ihm. Das ist doch nicht. Doch, das ist sie. Echt? Dann kommt sie doch rein, guck, ich zeige euch das Schlafzimmer, wo dein Vater immer Unzucht treibt mit ihr und dann dreht sie doch immer mehr durch und das ist sie. Die ist super in der Rolle, da läuft sie eiskalt den Schwanz runter. Okay, ich habe den Film auch nur einmal gesehen, aber deswegen, ja. Ich habe den sogar schon zwei oder dreimal gesehen. Ja, weil du den immer zum Wichsen haben machst, aber da kann ich ja nichts mehr. Nein, weil der einfach geil ist. Ja, auf jeden Fall. Oder kack, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Einerseits tut sie sich in diesem Film dadurch hervor, dass er an auf Kommando heulen kann und zweitens, dass sie eine miese Bitch ist und man sie gerne hasst. Deswegen, super, super Rolle. Ich habe den Film sehr genossen. Guck ihn dir an. So, machen wir weiter. 1981, die Geliebte des französischen Leutnants. Da wurde ich geboren. 82, in der Stille der Nacht. Von einem französischen Leutnant? Da war ich ein Jahr alt. Sophies Entscheidung von 32. 32? Genau, ja, da ist sie dann die Zeit zurückgereist und hat nochmal einen Film gedreht. Von 82 natürlich. Sagt mir auch irgendwas, habe ich vergessen. 83, Silkwood. 84, Silkwood, der Liebe verfallen. Was? 85, eine demanzipierte Frau. Das ist ja ein sehr lustiges Wortspiel. Mhm. So, 85, Jenseits von Afrika. Hast du gesehen? Nein. Mit Robert Redford. Ist aber einer der berühmtesten Liebesfilme überhaupt. Ja, Robert Redford kriegt eine Geschlechtskrankheit zwischen den Beine und geht da dabei drauf. Hey. Ja, es ist ein sehr, sehr toller Film. Muss ja mal angucken. Fand ich ganz, ganz fürchterlich. Ja. 86, Sodbrennen. Warte mal, ist das nicht der Teil? Ist das nicht der Film mit Mike Krüger, wo er schwanger wird? Jetzt ohne Scheiß! Es gab auch einen Film, der wirklich so brennen hieß. Ja, wie heißt der Film mit Mike Krüger, wo er schwanger wird? Der war ja so blöd. Der hieß so? Ich meine schon. Guck das mal nach. Ich glaube, der heißt mal, weil er erstmal so immer denkt, so, ich kriege mal so brennen und dann geht er zum Arzt. Ist der nicht Geld oder Leber? Nein, das war noch ein ganz anderer Film. Aber da hat auch Mike Krüger mitgespielt. Das mag sein, ja. Da rennen die doch in eine Bank und sagen aus Versehen Geld oder Leber. Und dann also du hast Sodbrennen nicht gesehen. Nein. Gut, 1987, Wolfsmilch. Und ihr seht schon, ne, wenn Filme solche Titel haben, gucke ich mir das nicht an. Das tut mir leid, weil ich glaube... Vielleicht heißt im original amerikanischen The Crazy Story of a Horrible Master Bitch. Mag sein. Vielleicht heißt er auch Ironweed. 88,
Ein Schrei in der Dunkelheit. So, und jetzt kommt was, worüber du bestimmt was sagen kannst. Hast du gerade eben auch schon erwähnt, 1989. Ah. Die Teufelin. Ja, toller Film. Toller Film. Mit Roseanne Barr. Könnt ihr jeden Tag gucken. Leider läuft der so gut wie nie. Worum geht's denn? Toll erzählt. Geiler. Das ist ja die üblichste Story aller Zeiten. Wir alle kennen Roseanne Barr. Das ist ja eine große, große Vertreterin ihres Geschlechts. Was ich einerseits gut finde, andererseits finde ich es auch manchmal ein bisschen zu übertrieben. Es gab eine Zeit, da war sie, glaube ich, eine ziemliche Männerhasserin. Egal, sie hat eine Ehe mit ihrem ganz tollen Mann, der auch Karriere macht. Sie ist zu Hause, kümmert sich ums Haus und bemüht sich immer um die Ehe. Das macht sie auch echt gut, also Roseanne Barr. Dann geht ihr Mann auf einmal fremd. Der hat dann eine Schriftstellerin als Klientin. Weil er irgendwie, ich glaube, er ist hier im Steuerfachmann oder so. So detailreich, willst du das? Ja, also zumindest bis zur Mitte. Okay. Zumindest, ich weiß noch, der Ring in der Mikrowelle, aber ansonsten. Kommt ihr das dann komisch vor, also der guten Roseanne? Und irgendwann reicht es ihm dann, dann zieht er aus und sagt, ja, weißt du eigentlich, was wichtig in meinem Leben ist? Und dann nennt er eher so die Dinge, die drei oder so, die ja wichtig sind. Und dann sagt sie, so, ich habe dir mein ganzes Leben geopfert und meine Figur und den Scheiß und jetzt mache ich alles kaputt, was der Mann hat. Sprengt das Haus in die Luft, nimmt die Kinder, haut ab. Und wie sie das macht, ist sehr, sehr geil. Ja, sie dreht nämlich das Gas auf, so, ne? Und dann tut sie ihren Ehering in die Mikrowelle, macht es an und geht raus. Dann sieht man, kennt man ja vielleicht dieses Bild, wenn man irgendwas von diesem Film, dann dieses Bild, wie sie so rausgeht und das ganze Haus hinter ihr explodiert. Das gab es jetzt in so einem komischen Liebesfilm im Grunde, was es ja irgendwie so Rache ja, Liebesfilm. Aber es ist schon... Es jetzt ist auch Rache, noch nicht so, da war man noch sehr überrascht. Es ist aber auch Komödie und ja. Zumindest wird sie dann ein ganz anderer Mensch und will... Schneidet sich ihre fette Leberwurst wach ab. Will ihm richtig ganz reinwirken. Lässt zum Beispiel die Kinder bei den beiden, die halt so traumhaft in ihrem kleinen Schlösschen leben. Das wird dann zum totalen Eheleben, weswegen er dann wieder nochmal mit einer anderen fremd geht und dann gerät alles aus den Fugen und ist ein geiler Film. Macht immer wieder Spaß zu gucken. Hat mit Liebesgedönse oder so eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Wusstest du, dass die Roseanne, also die Sitcom, tatsächlich eine 8 neue Folgen machen wollen jetzt mit der Originalbesetzung? Was im Ernst? Ja, tatsächlich. Obwohl ich dachte, das ging ziemlich komisch zu Ende. So, ja, weißt du, ja. Wollen wir nicht spoilern. Aber davon mal abgesehen... Ist bis heute immer noch einer meiner Lieblings... Meryl Streep hat, welche Rolle nochmal gespielt? Die Bitch, mit der ihr Mann... Ist eine Schriftstellerin. Sie spielt so eine Schriftstellerin. Lässt sich dann auf ihn ein. Warum, weiß auch keiner so genau. Aber es ist halt... Aber sie hat auch eine sehr schöne Rolle gespielt. Von dieser leidenschaftlichen Verführerin dann mal zur total wütenden Dussi, dann mal zur typischen Ehefrau, die dann auf einmal die Chips in der Haare hat und so. Das ist, macht sie sehr gut, ja. Ein sehr schöner Beweis dafür, was für eine tolle Schauspielerin die Frau doch ist. Das ist sie. Grüße aus Hollywood, kam 1990. Sagt mir jetzt nicht wirklich was. 1991, Rendezvous im Jenseits. Eine himmlische Komödie über das Leben danach. Ein etwas sperriger Titel, möchte ich anmerken, aber gut. Dafür war es dann 92 ein bisschen eingängiger. Und zwar, der Tod steht dir gut. 92, da war ich 11. Toller Film, erzähl du was darüber. Habe ich letztens wieder gesehen. Dann erzähl du den lieber, weil ich habe den, glaube ich, 1992 das letzte Mal gesehen. Der müsste von Tim Burton sein, kann das sein? Hat auch so die totale Tim Burton. Ich kann mal hier einen Hyperlink versuchen. Geht nicht. Ja, schade. Deswegen ist Papier auch total... Deswegen ist ja auch immer bisher noch der Name von Kino eingefallen. Oder wie es geschrieben ist, ist tot. Lass mich kurz überlegen. Worüber sprechen wir? Bruce Willis, der Tod steht dir gut. Der Tod steht dir gut. Da ist so ein Pärchen. Bruce Willis und Goldie Hawn gehen zu einer Sängerin, Schauspielerin, Meryl Streep. Die nimmt ihr dann den Kerl weg. So als Rache, weil die früher schon immer so Kleinigkeiten hatten und so. Und dann gerät die eine an so einen Zaubertrank und die andere auch. Dann werden sie wieder jung, dann fangen sie an, sich zu zerhacken, sterben aber nicht durch aus. Genau, des das Tracks. Ist das Problem und auch der Gag dieses Films. Ja. Dass ja, die sehr verstümmelt werden können mit so einem fetten Loch im Bauch und sterben dann nicht und so. Das war CGI-effektmäßig wirklich, da ging es so los. So, ich wollte gerade sagen, so. Der war, ich will nicht sagen, seiner Zeit voraus, weil das war ja auch die Zeit von Terminator und so. Nein, aber das war die Zeit, wo sich zeigte, was alles möglich ist. Allein sie steht da mit dem Loch im Bauch, das sieht schon scheißende echt aus. Sie wirft den Stab und der fliegt durch ihr Loch ins Sofa rein. Da dachte man schon, wie haben die das denn jetzt gemacht? So, das war cool. Ja, absolut.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, magst du doch irgendwas über den Film sagen? Wie geht er denn aus? Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, das Ende war aber irgendwie bescheuert. Naja gut, Bruce Willis entscheidet sich ja am Schluss, die wollen ja unbedingt, dass er den Trank nimmt, weil er soll die beiden ja zusammenbasteln, weil er ist am Schluss so Schminker von Leichen geworden. Wie nennt man die noch? Du weißt schon. Leichenschminker. Leichenschminker. Naja, da muss zumindest kein Kanacke machen. Naja, zumindest, Ja, nicht über deine eigenen Gags lachen, weiter erzählen. Das ist hier Infotainment. Und das Info kommt mir ein bisschen zu kurz heute. Er flieht dann, gründet dann endlich seine große Familie, die er immer wollte, stirbt. Und Jahre später, 30 Jahre oder so, sitzen die dann bei seiner Beerdigung. Sehen total verkackt aus, so, weil die sich immer wieder schminken und neu pflanzen müssen. Und dann fallen die aus Versehen beim Weg aus der Kirche von der Treppe, zerbrechen in 1000 Einzelteile und dann laufen die Köpfe so, wo hast du den Wagen gepackt? Ach, ja. Ja, stimmt. Typisch Tim Burton eigentlich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, man müsste nochmal nachgucken. Ich blende es hier ein. Danke. So, okay. Ja, dann kam natürlich das Geisterhaus. Jetzt frag mich nicht mehr, welcher der war. Also, Das Geisterhaus? Ja, 93, das Geisterhaus. Sagt mir was, habe ich auch bestimmt gesehen, aber gleich wieder vergessen, weil es einfach belangloser Scheiß ist war. Ist das nicht der mit deinem Typen, den du letztes Mal wolltest? Ich wollte einen Typen. Du wolltest einen Typen? Ja, okay, das, ja. Liam Neeson! Sagen wir mal lieber nichts so. Das hieß noch anders. Das Geisterschloss, das Gespensterschloss, das ist ja eben das Problem, so, ne? Also bei dem Film mit Liam Neeson hat bestimmt nicht Meryl Streep mitgespielt. Nee, das wüsste ich auch, ja. Gut, dann kam hier 95, ein Klassiker mit Clint Eastwood und ich meine auch von Clint Eastwood. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Och! Die Brücken am Fluss. Soll eine unheimlich ganz, ganz tolle Liebesdinge sein. Erschreckenderweise auch gut. Der ist tatsächlich gut, aber trotzdem natürlich schmalzig und ein Frauenfilm. Naja. Und deswegen boykottiere ich ihn. Nein. Ja. Ist wirklich, ist mir jetzt doch ein bisschen im Gedächtnis geblieben, weil er doch sehr traurig war irgendwie und sehr herzerreißend. Ne? Ja gut, aber er spielt wieder so ein grumpy old man, der dann von der Liebe verzaubert wird und blablabla. Hat er nicht in seinem Leben schon mal was anderes gespielt? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, das stimmt allerdings. Auch schon 95. 95, Wunderwelt der Meere als Sprecherin. Okay, sowas führen die ja auch auf ganz schön krass, Mann. Ja, das liegt aber daran, weil, das habe ich ja vergessen vorzulesen, sie ist unheimlich engagiert in AIDS-Sachen, Anti-Atom, Anti-Diesbums, ja. Anti-AIDS, also okay, ja. Ja, nein, in AIDS-Sachen, du hast schon richtig. Achso, Leuten AIDS anzeigen, ja, ist die sehr, ja, ja, okay. Ja, ja. Cool, ich dachte, das macht im Charlie Sheen, aber gut. Nee. 96, davor. Da hat sie das ja her. Achso, verstehe. Ah, okay. Tötet den Obervampir. Das so funktioniert AIDS doch, oder? Ja, klar, das so. Doch, ja, du hast recht. 96, davor und danach. Sag mir nix. Wusstest du, das ist ja geil, der Urvater vom AIDS, also der das entdeckt hat und dann gesagt hat, das kommt ausgelöst durch den HIV-Virus. Ja, Patient 0 hat dann, und so, ne? Nee, so ähnlich. Hat mal eine Behörde, die gesagt hat, ja, nee, warte mal, wir haben jetzt den Mann, der es entdeckt hat, gefragt, woher es kommt. Sie sagen HIV. Wir setzen einen Preis von $100,000 aus, das war 1984 oder so. Wer beweisen kann, dass das HIV-Virus AIDS auslöst? Dieser Preis wurde bis heute nicht vergeben. Das ist ja krass. Das ist merkwürdig, weil wir da in dem Glauben auch groß geworden sind, dass man HIV ist. Ey. 96, Marvins Töchter. 98, Tanz in die Freiheit. 98, Familiensache, wenn ein Film. Tanz auf meinen Schwanz, kenne ich. Aber 99, das klingt gut. Genevera Story, Doppelpunkt. Solving the Mysteries of Leonardo da Vinci's First Known Portrait. Ja. Als Erzählerin. Dann 99. Chrysanthemum. Ein Kurzfilm, auch Erzählerin. 99, Music of the Heart. Und ich glaube, das war so ein Musicalfilm, meine ich irgendwie. Ja, sag das mir ist nichts. Auch sowas, was ich immer sehr gerne gucke. 2001, AI, künstliche Intelligenz. Was hältst du von dem Film? Und Steven Spielberg, einer seiner wirklich schwächeren Filme. Und ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Hat sie die Mutter gespielt von ihm? Nee. Oder die Oma? Weil, als Mutter war sie 2001 schon noch ein bisschen zu. Also, von so einem kleinen Jungen jetzt. Also, gut, wir wollen ja nicht intolerant sein, aber... Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Hollywood ist es. Egal, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Willst du darüber noch was sagen? Nein. Ist mit dem kleinen wie auch immer er nochmal heißt. Der kleine Junge von The Sixth Sense. Das war doch der Beginn, wo wir ja immer sagen, Steven Spielberg, ab da ging es irgendwie nur noch bergab, was er gemacht hat. Ja.
Gut, 2002 Adaption, der Orchideendieb. Ja. 2002 The Hours, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wollte ich mal schon mal gucken, soll ein guter Film sein, habe ich nie getan. Scheiße, sind wir Idioten. Du hast einen Film übersprungen. Was? Ich habe einen Film übersprungen? Du hast einen Film übersprungen und das ist sogar noch einer der coolsten. Oh, du hast vollkommen recht. Und weißt du auch warum? Weil zweimal Fluss darin vorkommt. So, und da springen wir jetzt gleich nochmal ins Jahr 1994 zurück. Und zwar am wilden Fluss. The River Wild. Mit Kevin Schinken. Genau, mit Kevin Schinken. Und da kann ich sehr viel drüber erzählen, weil das ist so einer der Filme, die ich mir alle zwei Jahre mal wieder angucke. Ja. Weiß der Deibel warum? Weil die einfach geil sind. Das ist ein Action-Abenteuer-Film. Ich habe den auch zu einer Zeit in meinem Leben geguckt, wo ich in genau dem richtigen Alter war, um das richtig spannend zu finden. Also man kann es ja mal so sagen, Meryl Streep führt mal wieder eine ziemlich langweilige Ehe mit einem Mann, der sehr viel arbeitet. Och, guck mal, das zieht dich irgendwie durch ihre ganze Schauspielkarriere durch. Egal, also auf jeden Fall haben die auch einen kleinen Jungen. Und ja, sie ist früher mal so eine ganz wilde gewesen, ist in so einem Landstrich aufgewachsen, wo es so Mountain Rafting so richtig angesagt war. Rafting. Und sie ist quasi auf so einem wilden Fluss groß geworden. Sie hat in ihrer Sturm- und Drangzeit, als sie Jugendliche und junge Erwachsene war, war sie eine der besten Rafterinnen. Zumindest wollen die auf dem Fluss, auf dem sie sich gut auskennt. Genau, sie sagt dann irgendwann mal so, okay, Männe, jetzt legst du mal ein paar Mal die Akten weg hier und dann kommst du mal mit dem Kleinen auf den Fluss, auf den wilden Fluss, und dann machen wir eine Familientour und dann fahren wir da rum und dann finden wir wieder zueinander. So der Plan. Aber er das kommt Problem nicht ist, mit. Er kann erstmal nicht mitkommen. So, genau. Ja, natürlich die Enttäuschung mal wieder, aber gut. Dann fährt sie eben mit dem Kleinen zusammen los erstmal. Und dann trifft sie so eine Gruppe von Männern, angeführt von Kevin Bacon, die sich so ein bisschen merkwürdig verhalten und da so am Fluss mit dem Boot nett. Liegen. Aber sind erstmal ganz nett so, ne? Die liegen da am Boot und wissen nicht so genau, wo sie hin sollen und pipapo und kennen sich mit diesen Stromschnellen an dem Fluss auch nicht aus. Und ist das irgendwo am Grand Canyon oder so? Ach nee, der ist ja leer, ne? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe es vergessen. Sollte ich vielleicht bei den 50 Mal, die ich den geguckt habe, mal rausgefunden haben, aber ich konnte mir sowas nicht merken. Auf jeden Fall nehmen die dann mit, so ein bisschen unter ihre Fittiche. Ja, aber der Vater taucht doch ganz am Anfang auch schon auf. Der Vater kommt dann später noch dazu wieder dann. Er hat dann doch gesagt, ach weißt du hattest recht, Schatz, ich schmeiß meinen ganzen Müll hin und wir machen ein schönes Wochenende. So, genau so war das, genau. Und und dann fahren diese beiden Grüppchen, obwohl die gar keinen Bock dazu haben, weil ach ja, jetzt müssen wir die hier, aber nur bis zum nächsten Anleger und so und dann gehen wir wieder unserer Wege, weil wir wollen hier unsere Familie so ein bisschen zusammen und dann können wir euch eigentlich nicht so gebrauchen und da ist schon so eine komische, merkwürdige Stimmung. Ja, so, ne? Die und Stimmung dann, macht den Film überhaupt aus. Sag ich jetzt mal, eskaliert das Ganze etwas und es endet dann darin, dass Meryl Streep dazu gezwungen wird, durch die schlimmsten Stromschnellen, die es da auf dem ganzen Fluss gibt, die sie, auch nur sie als einzige damals, wie gesagt, in ihrer Drangzeit schon einmal bewältigt hat, fast dabei gestorben wäre. Und sie muss dann mit ihrer ganzen fucking Familie durch und mit den Bösewichten. Aber es klingt jetzt so ein bisschen nach so einem Familien- oder ein bisschen arm oder langweilig. Aber ist auch heute, ohne Scheiß, weil es ist auf die damalige alte Zeit gedreht. Und was heißt alte Zeit? Das war 94, das ist ja nicht lange her. Ist aber schön, ist geil, hat vor allem, du denkst echt so, oh Gott, Alter, jetzt irgendwie. Und Kevin Bacon macht einen herrlichen Bösewicht. Einen richtig schön geilen. Und außerdem taucht Ranger Johnny auf. Ranger Johnny. Und dann nennt sie immer Weißwasser, weil sie früher den Namen Weißwasser hatte, als sie noch die geile Rafterin war. Besser als Weißbrot. Und also sie spielt eine starke Frau. Ist eine starke Frauenrolle, die echt überzeugend ist. Also die ist nicht so übertrieben tough. Sie ist einfach tough. Und vollkommen... Das ist einfach eine gute Konstellation auch von den Schauspielern. Die sind alle so glaubwürdig, dass man auch in so einer komischen Hanebüchen-Story denen das irgendwie alles abnimmt. Findest du die Hanebüchen? Ich finde die ehrlich gesagt, dass sie so ist, dass sie so vielleicht nicht passieren könnte, aber dass so eine Situation entstehen könnte, garantiert. Durchaus möglich. Und ich fand es sehr glaubwürdig irgendwie dadurch. Gut, ja. Dann wieder zurück. Ich sag mal, Affentitten, Arschmöse. Das nächste Mal, wenn ich auf dem Fluss fahre, dann werde ich auf jeden Fall sehen, dass ein paar Kanacken dabei sind. Und Meryl Streep. Und Kanacken. The Hours, wie gesagt, habe ich nie gesehen, tut mir leid. 2003, unzertrennlich, Kurzauftritt. Also ein Cameo, das sagt mir gar nichts. Naja. 2004, The Manchurian Candidate. Ich meine, das war hier mit deinem absoluten Lieblingsschauspieler of all times. Ein Schwarzer, den du nicht so gerne magst. Denzel, der Washington. Denzel Washington, so, ganz genau. Der spielt da, meine ich, mit. Auch ganz, ganz toll. 2004, Lemony Snicket, rätselhafte Ereignisse. Das war doch das mit Tim...
Ja. Naja, der ist mit Dingens hier, unser aller Albern. Genau. Mann, aber den habe ich auch nie gesehen. Tim Curry. Oh Mann, wie heißt er denn noch? Wir haben heute echte Probleme, uns an sehr berühmte Schauspielernamen zu erinnern. Ist ja schon aufgefallen. Liegt am Alkohol. Vielleicht so, ja, diesen Restalkohol nicht saufen. Das ist Jim Carrey. So, Jim Carrey, vielen Dank auch. Carrey! Ah nee, das war was anderes. Auf jeden Fall auch ganz toll, habe ich nie gesehen. 2005, Couchgeflüster, wenn ein Film schon so heißt. Der sagt mir aber was. 2006, Robert Altmans Last Radio Show. 2006, The Music of Regret. 2006, Der Teufel trägt Prada. Den habe ich nie gesehen. Nein, ich aber auch da soll sie ja auch so eine mega Schlappe. Ihre Rolle ist bestimmt nicht schlecht, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich würde mir so einen Film nicht angucken. Ganz sicherlich. Also gesehen hast du aber auf jeden Fall 2006, Lukas der Ameisenschreck. Nein, dann eben nicht. 2007, Dark Matter. 2007, Spuren eines Lebens. 2007, Machtlos. 2007, das war so fleißig. Von Löwen und Lämmern. 2008. Ja, das war ja auch Mamma Mia. Den hast du vielleicht schon mal gesehen. Den hab ich auch nicht. Nein, aber das war ja. Was? Der Teufel trägt Prada war ja so ein bisschen ihr Comeback wieder zu den Oberen, weißt du? Deswegen hat sie da wahrscheinlich viel gedreht. Ja, das ist sehr möglich. Hast du Mamma Mia gesehen? Also Mamma Mia habe ich nicht gesehen. Ich habe nur kurze Passagen gesehen, weil Amanda Seyfried damit spielt. Und ich liebe ja Amanda Seyfried. Nee, ich weiß nicht, die Frau. Die sieht ein bisschen aus, als hätte sie das Down-Syndrom. Na Quatsch! Die ist einfach, optisch sehr, sehr gut. Dann aber die hat auch, die wirkt auch immer, als wenn die Humor hat. Das ist so, aber da, auch ja, die hat Rolle. Sie, hat sie aber auch. Dass sie so, hast du mal ihre The Fappening-Bilder gesehen? Da steht sie nackt in der Dusche mit einer Unterhose auf dem Kopf. Ich meine, wie lustig ist das? Seth MacFarlane muss doch total dein Kumpel sein. Der steht doch mega auf die. Der macht doch in jedem Film von ihm mit. Und dauernd höchstens Konkurrenten, die sich über ihre Augen lustig. Ja. Hey, du, leck mich doch Gollum. Wer ist Gollum? Er ist ein Model. Das ist lustig. Ich meine, guck mal, schon alleine deswegen. Ne? Die Frau hat, glaube ich, einfach Humor und ist auch smart. Und oder lässt sich einfach nur fucking viel bezahlen. Das kann natürlich auch sein. So, habe ich aber nicht gesehen. Es geht natürlich um ABBA, also um die ganzen Hits von ABBA und so eingewoben in eine bestimmt ganz, ganz interessante Story über eine ältere Frau und eine jüngere Frau, die Latzhosen tragen und Blaumänner, glaube ich. Irgendwie ja, was. 2008, Glaubensfrage. Ja. 2009, Julie und Julia. 2009, Der fantastische Mr. Fox. Und 2009, Wenn Liebe so einfach wäre. 2011, Die eiserne Lady. Warte mal, da spielt sie doch hier Maggie Thatcher. Den wollte ich eigentlich gerne doch noch mal sehen. Ja, den hätte ich mir auch noch mal vielleicht angeguckt. Ich glaube, der wäre gar nicht so schlecht gewesen. Aber hier auf die Liste. Boop. 2012, Wie beim ersten Mal. 2013, Im August in Orange County. Nee, Osage. Den kenne ich gar nicht. Nee. 2014, Hüter der Erinnerung, The Giver. 2014, Hüter der Erinnerung, warte. Hüter der Erinnerung habe ich gesehen letztens. Das ist ein russischer Film? Oder eine Ukraine. Habe ich gesehen. Da ist ein Mädchen, wenn sie dir in die Augen guckt, dann kann sie genau sagen, wenn ihr das jetzt ist, oh Gott, haut mich nicht tot, wenn ihr das nicht ist. Ob die Augen zu sind oder auf? Genau. Nein, was der Mensch gemacht hat. Ja. Und dann wird sie zu dem Mordfall gerufen, guckt ihn in die Augen und sagt, ob er es war. Aber das ist doch ein russischer Film, wie soll die könnte da mitgespielt? Könnte ja so einigermaßen interessant sein, wenn es denn dieser Film ist, aber egal. Ja. 2014, The Holmes Man. 2014, Into the Woods. Da geht es wahrscheinlich Into um the James Woods. Woods. Nein, Into the Woods wollte ich immer gucken. Das ist doch dieser Bärchen-Nix, Max. Ja, ja, soll auch gut sein. Ja. 2015, Ricky, die Familie, wie Familie so ist. Ja. 2015, Suffragette, Taten statt Worte, da geht es ja um die Frauenbewegung da in England, meine ich. 2016, Florence Foster Jenkins. Und der Film soll wirklich ganz gut sein. Da spielt sie doch diese Frau, die so einen ewig reichen Mann hat und auch nie arbeiten muss und so. Und einen Traum hat, sie will Sängerin werden. Sie kann aber fucking überhaupt nicht singen. Und ihr Mann baut ihr sogar extra eine Oper und die Gäste müssen dann da immer hin und sich das anhören. Und sie wird da auch zum Phänomen, weil es keiner glauben kann, wie schlecht diese Frau singt und aber einen ganzen Abend für sich alleine hat, ihre eigene Oper hat. Und die gab's wirklich. Das ist der Gag. Ja, das gibt's doch auch hier, unsere Deutschen, unsere Assi-Millionäre da hier, der Blonde, der Robert und die Blödkuh, das ist auch genau das Gleiche. Im Grunde so ein bisschen wie die Geistens, ja. Das sind Haufen Spacken ohne Scheiß.
So. Da hätte ich lieber eine Horde Kanaken bei mir an Bord, die vernünftig segeln können, als solche Arschlöcher. Man könnte noch eben kurz erwähnen, dass sie in einer Folge der Simpsons mitgespielt hat, und zwar Bart's Girlfriend, Gastrolle, als, weiß ich gar nicht, vielleicht tatsächlich als Meryl Streep, oder? Ich weiß nur, die, als sie mal dieses Parfum verarscht haben. Der neue Duft von Meryl Streep, das ist... dein Typ, du duftest wie Streep, oder wie war der Werbespruch noch? Ich weiß auch nicht, lustig, ganz genau. Aber ist egal. Das ist der Heat, du duftest wie Streep, oder ja. So. Ja, sehr, sehr ganz toll. Und sie hat auch in vielen anderen Filmen noch mitgespielt, in Fernsehfilmen, Fernsehserien und so und in Videofilmen, was auch immer das bedeuten soll. Also ich meine, jetzt damit Videopremieren oder was? Ich hätte das jetzt trotzdem mehr geschätzt. Größeres, ich meine, nenn mir mal einen Film, der dabei war, der jetzt so unvergessen bleibt. Am Wilden Fluss. Ja. Weißwasser. Weißwasser. Bringt sie durch die Stromschnellen. Das hätte ich nie vergessen. Weißwasser. Siehst du, und wenn du auf einem Fluss bist, da brauchst du Kanaken. Und Meryl Streep, wie gesagt. Und Meryl Streep. So, was hältst du denn so generell? Also, du warst ja schon dabei, dein Fazit zu ziehen. Was hältst du denn erstens von dieser Folge? Oh Gott. Und zweitens von Meryl Streep. Der wunderbare Schauspielerin, die, glaube ich, als einzige, zumindest als einzige Frau, jemals 3 Oscars gewonnen hat. Ist das gerechtfertigt? Also erstens, ich weiß nicht wofür. Zweitens, die Frau finde ich trotzdem toll, weil ihre Rollen, die nimmt man ihnen ab. Egal, was sie denn auch spielt, als Filmfan bin ich ja wirklich so, wenn ein Schauspieler gut ist, dann hat er das verdient. Und sie hat, also auch wenn ich viel von ihr leider nicht gesehen habe, hat sie es garantiert verdient. Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Ich war sehr gut in dieser Folge. Du bist eher so semi. Du bist halt so... Wie immer. So, ne? Ich bin einfach da, um eine der Bildhälften zu füllen. Ja, und das kann ich sehr, sehr gut. Du bist halt eher so der dreckige Motherfucker und ich bin eher so der Kanacke. Ich bring unser Schiff sicher an Land. Dann segel mal schön wieder auf deine Insel. Tschüss. Ach so, was machen wir nächstes Mal eigentlich? Das denke ich mir noch aus. Bis dahin fickt euch weg. Aber keine Twitter-Umfrage mehr. Nein. Nächstes Mal bestimme ich einfach. Ganz wild. Sehr gut. Tschüss. Ich trinke jetzt noch Bio. 1 euch in den Arsch ficken gehen. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ihr müsst euch in den Arsch ficken gehen. Kriegt das irgendwie hin, das geht. Mit dem Dildo schön an die Wand oder an den Spiegel. Mit so einem Saugnapf und dann schön... Das und dann seid ihr bereit. Das kriegst du doch ohne einen Versprecher hin. Ja, das stimmt. Das ist komisch, ne? So, nochmal.